Endlich ist Weihnachten und ich glaube, in diesem Jahr freuen wir uns besonders alle darauf, mal ein paar Tage rauszukommen aus dem Alltag, die Ruhe zu finden, zusammen zu sein mit Familie und Freunden, gemütlich am Tisch zu sitzen und den Festtagsbraten uns schmecken zu lassen. Sicherlich ist der Frust an mancher Stelle nach wie vor groß und wird vielleicht auch größer. Viele sind pandemiemüde und wir alle mögen es eigentlich nicht mehr hören, dieses C-Wort. Aber nach wie vor ist die Situation eben so, dass wir auf uns achten müssen, gegenseitige Solidarität ausüben müssen. Denn nach wie vor werden viele Menschen krank. Und was besonders schwer ist, viele liegen eben auch im Krankenhaus und müssen intensiv medizinisch betreut werden. Das sind Fakten, die dürfen wir nicht ignorieren. Und insofern bitte ich Sie, halten Sie durch, bleiben Sie zuversichtlich. Auch wenn es schwer fällt, tragen Sie solidarisch die Maßnahmen mit, einfach in dem Bewusstsein, dass auch diese Pandemie irgendwann vorbei sein wird. Und gemeinsam möchte ich mich mit Ihnen auf ein neues Jahr freuen. Neue Hoffnungen. Und ich bin mir sicher, auch im Jahr 2022 wird es viele schöne Momente geben, die wir hier in unserer Stadt Zwickau begehen können, wo wir feiern können, wo wir ausgelassen sein können, wo wir wieder Kultur und Kunst unbeschwert genießen können. Für dieses Ziel setze ich mich ein und hoffe, dass wir es eher heute als morgen erreichen werden. Aber bis dahin werden wir wohl noch etwas Geduld brauchen. Natürlich möchte ich nicht vergessen, dass auch über die Feiertage viele Menschen trotzdem im Einsatz sein werden. Ob nun im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr, auch im Straßendienst oder natürlich allen voran in Pflegeheimen und Krankenhäusern, wo viele Menschen dafür arbeiten, dass es uns gut gehen kann und wir die Feiertage unbeschwert genießen können. Für diese Einsätze bedanke ich mich und wünsche auch den Mitarbeitern, die eben Heiligabend nicht bei ihrer Familie sein können, trotzdem eine ruhige Zeit, die vielleicht auch die Zeit hat, sich mal in Ruhe hinzusetzen und mit dem Kollegen einen Tee zu trinken. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein geruhsames Fest, einen guten Jahreswechsel, bleiben Sie gesund und ich freue mich, Sie alle im nächsten Jahr wiederzusehen. Ihre Konstanze Arndt.